Erste Berichte über Aveline de Grandpré führten zu der Annahme, dass sie zu kontrovers und impulsiv ist, um ein breites Publikum anzusprechen. Es zeigte sich, dass sie einer Gehirnwäsche unterzogen und ausgebildet wurde, um politische Gegner ihres Mentors, Agathe, zu ermorden. Darüber hinaus verbrachte Aveline enttäuschend viel Zeit im Bayou von Louisiana und stand mit Schmugglern der übelsten Sorte im Bunde. Oh, I try never to think. Die ihr Ansehen beim weiblichen Publikum, das sich der 50%-Marke nähert, gefährden könnten. Allerdings trat eine neue Seite von Aveline zutage, als sie älter wurde und die Vorzüge ihres Standes zu schätzen lernte. Aveline hat einen neuen Mentor akzeptiert, ihre Stiefmutter, Madeleine de Lille, selbst eine Kämpferin für die Rechte der Sklaven. Thank you, Madeleine. Mit einer Bearbeitung, die diese Beziehung hervorhebt, wird Avelines Geschichte unserem Anforderungsprofil genügen. Unser Team gibt grünes Licht. Bringen Sie es so schnell wie möglich auf den Markt.